Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator mit Katsumiri. Feurio. Ich bin Balui. Ich arbeite hier gerade wieder schön mit dem Ballen des Gras auf. Denn wir machen jetzt nicht mehr eckige Ballen, sondern Rundballen. Denn wir haben gemoddet. Wer die Folge gestern bei Katz verpasst hat, sollte da unbedingt noch einschalten. Wir haben irgendwie 5 Mods drauf gemacht. Da waren unter anderem halt diese Ballensammelwagen dabei. Dann platzierbare Silos für Seeds. Und Elefanten. Ein neuer Trecker. Habe ich auch drauf gemacht. Und eigentlich auch einen Overlay hat, dass man sieht, welche... Ah ja, da unten steht's. Man sieht halt jetzt, welche Seeds man gerade transportiert, beziehungsweise was man erntet und was man erntet. Du kannst mal auf ein Pferd drauf gehen. Das siehst du auch, dass da ein bisschen was anders ist. Steht da unten jetzt Pferd? Da steht jetzt genau, wie viel Auslauf es hat, wie gesund es ist und so. Oh, das ist doch super. Das hilft, da muss man halt auch nicht mehr Escape drücken. Also das ist, ja, ist eine kleine Anzeigenhilfe, wo ich halt nicht ganz verstehe, warum Giants das nicht drin hat. So, ne? Gerade die Anzeige, welches Saatgut man hier verfährt, das wäre halt schon manchmal hilfreich. Ja. Und ansonsten haben wir uns halt dazu entschieden, oder ich entschieden, dass Miri sich um Tiere zu kümmern hat ab jetzt. Was für Tiere? Das heißt, sie kauft sich gleich ein paar Ställe und stellt die hier auf die Wiese und dann macht sie halt Tiere. Sie kauft sich ein paar Ställe und stellt sie hier auf die Stelle. Stellen. Nee, ich kann sie dir auch stellen. Aber nee, du weißt ja selber, wie man ein Objekt platziert, ne? Mit Sandbogen. Lass sie nicht ins Kaufmenü, sonst haben wir Sandbogen. Ich platziere überall Sandbogen auf die ganze Wiese. Das hilft das bestimmt. Schon. Kann man da Tiere drunter bringen, außer Sandwürmer? Ja. Ja klar, Katzen zum Beispiel gehen doch auch regelmäßig in Sandkästen. Ja, ja, und hinterlassen da ihre Hinterlassenschaften. Ja. Eine Katze. Machen kleine Menschen auch. Ich kann mir schon vorstellen, Katze, wenn er aufs Klo muss, erstmal, oh, ich muss raus auf dem Spielplatz, komm gleich wieder. Ja, so ungefähr läuft das. Aber meistens pinkel ich auf die Rutsche. Also. Okay. Ja, ja, ist toll. Kopfkino, Dankeschön, nein, nein. Bitteschön. Böse Katze. Kein Problem. Na. Wo dein Problem? Und ja, das war es eigentlich an Mods. Wenn ihr ein paar Mod-Empfehlungen für uns habt, ja, würde ich mich das sehr freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Denn es gibt bestimmt richtig viele coole Sachen, die man noch installieren könnte oder kann. Das muss nur alles Hand und Fuß haben. Gerne hätten wir zum Beispiel ein bisschen bessere Holzfäller-Mod oder generell ein bisschen, die mit Holz besser arbeiten können. Da weiß ich nur nicht welche. Ich habe schon geguckt, aber nicht gefunden. Gerne einfach mal unten in die Kommentare. Wird mir persönlich sehr helfen. Ich hätte gerne eine Mod, wo unser Hund anfängt, die Pferde auszureiten. Okay. Ich weiß, es gibt eine SpongeBob-Mod. Wollt ihr die haben? Warum fragst du das noch? Wieso ist die noch nicht auf dem Server? Ja, Bikini Bottom gibt's als Stadt. Ja, easy, Alter. Unter Wasser Seetang anbauen. Ja, das hört sich nach Spaß an. Das Problem ist, Miri, glaube ich, mag gar nicht so sehr SpongeBob. SpongeBob ist voll cool. Wir waren damals, extra als der Film rauskam, der Kinofilm im Kino, sind wir extra reingegangen, also mein Freund und ich. Und ja, war cool, waren nur Erwachsene da. Ich glaube 2 Kinder oder so, das war so geil. SpongeBob is love, SpongeBob is life. Ja, auf jeden Fall. Ich finde den Humor halt teilweise so geil, weil es halt irgendwie so unterschwellig ist, so, was so Kinder gar nicht unbedingt sofort verstehen. Deswegen finde ich das eigentlich top. Früher hat man sich davon einfach unterhalten lassen. Heute versteht man die Witze endlich. Ja. Aber das ist bei super vielen von den ja, etwas älteren Kindersendungen der Fall. Und es gibt manche Serien, die kannst du nicht mehr schauen, wenn du erwachsen geworden bist. Funktioniert nicht. Hier Disney's Ferb, oder wie das heißt. Nicht Phineas und Ferb, sondern hier, wie hieß das? Mit dem Detective in der Schule. Boah, die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen in meiner Kindheit. Ich habe nur Darkwing Duck, Gummibärenbande geguckt und... Dinosaurier im Real Life. Und nicht die Mama und Nicht die Mama? Wie hieß das denn, Miri? Die hießen doch Dinosaurier. Wie hieß die Serie? Dinos. Ja, die Dinos, genau. Oder in einem Land vor unserer Zeit. Mit nein, das ist ja ein Film. Sondern hier die gab's auch als Serie, die, wo dieses blöde Kind da war, immer sein, nicht die Mama, boing, mit der Pfanne einen auf die Fresse gehauen hat. Also mit den Figuren, also mit den Puppen.
Ja, es waren keine Puppen, es waren echte Schauspieler in menschengroßen Kostümen. Ja, das ist die Dinos. Das waren die modernen Teletubbies. Nein, die alten Teletubbies. Die alten Teletubbies? Nee. Es war nie so kindisch. Es war ja nie Terror so gemacht, kindisch. Alter. Als Kind fand ich das so gruselig, diese Dino-Figur. Ich fand den Chef immer ganz gruselig. Ne? Ja. Der so unfreundliche Assi-Boss. So, egal, was du wolltest. Aber es ist aber echt das wahre Leben gewesen. Ne? Also er hat mich wenigstens darauf vorbereitet, wie Chefs in Zukunft zu sein haben. Ja, und leider sind die meisten auch so. Sagte Blauli übrigens selber Chef. Ja. Habe ich auch kein Problem damit. Ich bin nicht so. Sagte Blauli Chef. Sagte Blauli in seinem eigenen Facebook-Status. Ja. Was? Meinst du, ich rede mich selber gut in meinem eigenen Facebook-Status? Weißt du, was du auf Facebook postest? Und zwar nix. Fies von dir. Stalkst du mein nichtssagendes Facebook? Nein. Das würde mir aber angezeigt werden, wenn du was postest. Oh ja, das muss ich wohl mal wieder. Ich muss mal wieder das posten, damit Katze was zu lesen hat. Ich poste regelmäßig Sachen auf Facebook. Alle 15 Jahre so gefühlt. Ja, ich sehe da immer sozialkritische Sachen. Ja, die Sachen, voll anstrengend, die deine Sachen. Die Sachen, die ich auf Twitter nicht posten darf, poste ich auf Facebook. Ja, gewusst wie. Ja. Hier unten auf der Straße liegen mir ein Ballen, Kollege. Da liegt ein Ballen, Kollege. Okay. Ballenkollege. Frag gleich über mir. Was gab's denn noch für Kinderserien, die man geguckt hat? Das Problem ist, wir sind halt schon zeitmäßig ein bisschen auseinander, was Kinderserien in unserer Jugend angeht. SpongeBob habe ich halt erst geguckt, als ich schon Blauli, alt war. Ich glaube nicht, dass das existiert. Das Problem an der Geschichte ist, ja, du bist da eine andere Generation, aber ich glaube, du bist so der Typ, der sich eben diese Art von Filmen viel, viel länger gegeben hat und natürlich viel, viel eher gegeben hat, als wir das getan hätten. Also ich glaube auch ehrlich, dass du wahrscheinlich, zu meiner Zeit, damals 1900, ne? zu meiner Zeit war im Trend nach und nach am Kommen so Bob the Builder und sowas am Anfang. Dann habe ich nicht geguckt. Ja. Und ich habe auch nicht Thomas die Dampflokomotive geguckt und so. Ja, sowas, aber das war so zu der Zeit von mir. Ich habe aber auch SpongeBob geguckt, obwohl ich kein Kind mehr war. Okay, brave Katze. Aber ich habe halt, was gab's denn bei mir noch hier? Goofy und Max habe ich geguckt und DuckTales, klar, DuckTales, nein, das war es noch längst nicht. DuckTales, Wie hieß denn hier die Captain Baloo und seine Crew, habe ich natürlich auch geguckt. Captain Blauli und seine Crew. Das habe ich, da gab es wirklich viel. Das Gute war, also wir selber hatten halt zu Hause nicht so wirklich Zugang zum Fernseher. Aber meine Tante in Mönchengladbach. Wie das formuliert ist, ich stelle mir gerade so vor. Da sind wir. Blauli so einen Käfig um sich rum hatte. Wir hatten nicht Zugang zum Fernseher. Ne, der war halt im Schlafzimmer unserer Eltern. Achso, ja gut. Nö. Ich dachte, ihr wart irgendwo eingesperrt, so. Wir durften nicht raus. Nein. Mami, darf ich heute raus? Nein. Benjamin, ich habe dir schon tausendmal gesagt, der Fernseher bleibt aus. Wir haben dann halt bei meiner Tante aus Mönchengladbach, wenn wir da immer so ein Wochenende hingefahren waren, dann hieß es für uns immer 24/7 Serien gucken. Und die hat auf einmal alles aufgenommen, was da lief. Immer schön die Werbung weggelassen, aber alles an Kinderserien aufgenommen, was in den letzten Wochen so lief. Und da hatte man immer viel zu gucken. Aber was gab's denn noch? Wie hieß die? Irgendwas mit Blabla Terrence Show. Mit diesen makabren Comics, mit diesen makabren Figuren. Und Dog Cat und. Ich weiß, was du meinst. Looney Tunes habe ich auch unglaublich gerne geguckt. Das waren ja auch im Prinzip ganz viele kleine Comics, die da so zusammenhängend waren. Ja. Das fand ich immer cool irgendwie. Aber das Thema an und für sich ist schon relativ interessant, was dazu jetzt aufgekommen ist. Weil das ist diese. Hattet ihr das früher, wenn ihr... Ja gut, du dann halt nicht, aber zum Beispiel bei uns, wir hatten eine bestimmte Anzahl am Tag, wie wir Fernsehen gucken durften. Wir hatten unsere eigenen Fernsehgeräte, aber wir durften nicht immer Fernsehen gucken, ne? Das ist ja auch nur vernünftig, oder nicht? Ja, schon klar, aber dann hieß es halt so, du darfst heute kein Fernsehen gucken, du hast Fernsehverbot. Ja. Und dann ist immer die Mutter nach Hause gekommen, hat sich ihre Handtasche irgendwo hingelegt oder ihren Rucksack irgendwo abgelegt, was sie gerade machen musste, hat noch vielleicht einen Hund angeguckt und gefüttert oder so. Und dann war der nächste Schritt, nachdem sie eventuell noch geguckt hat, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, ist er hingegangen, gut,
bei mir hat sie nicht geguckt, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe, ist sie hingegangen und hat den hinteren Teil deines Röhrenfernsehers abgetastet. Und wenn der warm war, dann gab's Ärger. Du hast Fernsehen geguckt. Das haben sie beide gemacht, mein Vater und geschickt. Meine Mutter. Deswegen habe ich immer bei meiner Schwester im Zimmer geguckt. Oh. Dann hat sie den Ärger bekommen. Ja, das ist echt Fernseher. Also bei uns hat es ziemlich lang gedauert. Und da hatten wir einen kleinen Röhrenfernseher. Lass mich überlegen, vielleicht 11 Zoll oder so oder noch kleiner. Nee, wir hatten relativ große Röhrenfernseher, also die ganz großen, die eigentlich im Wohnzimmer stehen. Wir hatten auch nur einen einzigen Fernseher im Wohnzimmer und mehr auch. Aber deswegen, ich bin halt auch nicht, also Miri und ich haben, wie gesagt, hier auch keinen Fernsehanschluss oder sowas in der Art. Wir gucken halt einfach nichts im Fernsehen. Ja, ich auch nicht mehr. Das ist halt einfach nicht meine Kultur und holt mich auch nicht so wirklich ab. Ich finde das immer ganz furchtbar, was Miri und ich in letzter Zeit erleben, wenn wir irgendwo hinfahren zu Leuten und wir gucken mal wegen Katzen oder sonst was bei Leuten. Die lassen halt alle immer den Fernseher laufen, wenn du zu Besuch hinkommst. Hast du das schon mal erlebt? Der Ton ist zwar aus, aber das Bild, deine Mutter auch gemacht, als wir da waren? Ja, ne? Ja, meine Mutter zum Beispiel auch. Ihr wart ja nur kurz da. Aber meine Mutter macht das zum Beispiel auch so, wenn die zum Beispiel weggeht für 1-2 Stunden zu einer Zeit, wo sie normalerweise nicht weg wäre, lässt sie den Fernseher für die Katzen an. Nicht, weil die das gucken wollen, sondern aber damit die Katzen was hören in der Wohnung. Und das hat ja vielleicht noch irgendwo Sinn, aber ja, eben. Warum lassen die meisten Leute einfach den Fernseher laufen, obwohl sie nicht gucken, weil sie Besuch haben, Leute zu Besuch haben oder aus Gewohnheit. Das ist eine blöde Angewohnheit. Aus Gewohnheit, ja. Also ja, aber das ist doch, also ich würde, was hat Miri gesagt, sie macht teilweise ihren PC aus, wenn Besuch kommt, weil es halt nicht sein muss, dass man da irgendwie den PC laufen lassen hat. Keine Ahnung. Das würde ich nicht machen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe meinen Fernseher, dadurch, dass ich halt, meine Wohnung ist ja klein, ihr wart ja drin. Ja, ja. Und ich hatte halt immer noch den Fernseher und irgendwann habe ich mich halt entscheiden müssen, will ich den Fernseher in meiner Wohnung haben oder will ich ihn nicht in meiner Wohnung haben? Das war ungefähr ein Jahr, nachdem ich hergezogen war. Denn ich habe ihn so gut wie nicht mehr benutzt. Ich hatte ja meinen Rechner, ich brauchte den Fernseher nicht. Und ich hätte hier problemlos Fernsehempfang gehabt, auch ohne, dass ich es großartig zahlen muss, aber das alles in allem war halt nicht gegeben, weißt du? Also ich musste nicht Fernsehen gucken, es war eigentlich nur störend und das Ding war halt riesig groß. Also habe ich es rausgeschmissen. Danach habe ich halt komplett aufgehört, die Fernsehprogramme zu verfolgen. Ich habe mich wirklich komplett über YouTube, über Twitch, über Serien, über Netflix und so weiter beschäftigen können. Kann ich ja auch heute noch, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und da Fernsehen gucken muss, sterbe ich immer halber wegen diesem Fernsehzeug. Miri auch schon gesagt. Ich glaube, wenn ich bei meiner Ernst Mutter bin und die setzt sich abends vor den Fernseher und setzt uns alle vor den Fernseher, denke ich mir, oh, wieso? Aber nicht nur das. Wenn ich zu meiner Mutter gehe und mit ihr kurz was bequatschen möchte oder sowas und dann läuft da im Hintergrund sowas wie Shopping Queen. Es ist nicht meine Zielgruppe. Okay. Es ist nicht meine Zielgruppe. Ich bin kein Teil der Zielgruppe von dieser Serie. Da gebe ich voll und ganz recht. Sie ist nicht dafür konzipiert, dass ich das gucke. Aber auch bei anderen Serien. Was ist zusammengefasst? Wenn du heutzutage ProSieben anschaltest, kommt trotzdem immer noch die 849. Wiederholung von Big Bang Theory. Das ist im Endeffekt der Hauptbestandteil von ProSieben ist heute Big Bang Theory, Simpsons und eventuell Abend noch ein Spielfilm oder sowas. Manche Leute früher noch Galileo geguckt, das ging mir auch irgendwann. Das ging mir so zu den Ohren raus. Das gab's gar nicht mehr. Wenn ich mir heute überlege, was ich im Fernsehen gucken könnte, ich kann doch den kompletten Kram, der im Fernsehen läuft, kann ich doch auch online schauen. Warum muss ich mich vor einen Fernseher setzen, mir dann noch andauernd Werbung geben lassen in den unnötigsten Momenten und mich wirklich vor den Fernsehen so als Ritual begeben, wenn ich einfach währenddessen am PC gucken kann? Tja, weil, wie du es gesagt hast, das für manche Leute ein Ritual ist. Das ist so, ja, mit Miri darüber geredet, dass ich manchmal so denke, was machen wir eigentlich aus unserem Leben? Ich weiß, ich arbeite den ganzen Tag, komme abends nach Hause und, nachdem man so ein bisschen gequatscht hat, Abend gegessen hat und so, dann setze ich mich vor den PC. Also, dann denkt man manchmal, okay, ist es denn überhaupt das, was man in meinem Alter, in meiner Lebenssituation machen sollte? Dann sagt Miri da halt einfach nur ganz trocken, ja stimmt, du könntest dich auch einfach vor den Fernseher setzen, so wie alle anderen, und dann da die ganze Zeit Filme gucken. Da hat sie doch aber recht. Ja, das,
Niemand macht was anderes. Also da braucht man sich nicht beschweren, wenn Leute die ganze Zeit vom Computer hängen. Ist nichts anderes als den ganzen Tag vom Fernseher hängen. Aber wir würden es also zusammen machen, wir würden zusammen vom Fernseher hängen. Ja, aber ihr sitzt doch auch momentan zusammen vorm Rechner, du Bobo. Ja, also, jetzt, weil wir in Teamspeak reden, aber es ist schon eine Wand zwischen uns. Ja, und? Also, gemeinsam und zusammen sein ist ja im Endeffekt nicht durch Entfernung bedingt. Du kannst, klar, körperliche Nähe ist an und für sich nichts Schlechtes, vor allem, wenn man gerade irgendwie eine schwierige Situation oder sowas hat. Dann kann man sich mal hier da und da ein bisschen anknuddeln und so weiter, eventuell dem schlagen. Anderen davon abhalten, vom Balkon zu springen und sowas. Da ist Nähe dann auf jeden Fall nichts Schlechtes. Aber dieses Prozedere, dass weil man zusammen mit jemandem ist oder weil man eben mit jemandem zusammenlebt oder sowas, man auch durchgehend die ganze Zeit miteinander verbringen muss. So dieses Aufzwingen, du musst jetzt mit dieser Person, man ist doch noch ein Individuum, man wird doch nicht automatisch, weil man irgendwie noch eine andere Person mit im Raum hat, zu einem kompletten Einzelkind, zu einem kompletten eigenen Entity, so, das ist doch Schwachsinn, das passiert ja nicht. Könnte mir jemand erklären, wie zum Geier ich es geschafft habe, diesen Anhänger aufzubocken? Das ist der normale, was zum Geier? Ja, aber ich sage nur, also es gibt ja Leute, die sich halt wirklich darüber aufregen, dass Leute in meinem Alter abends vom PC hocken und zocken. So, und dann musst du einfach mal reflektieren, was machen die Leute denn alternativ? Ja, ich gucke dann abends halt Serie mit meiner Frau oder so. Oder, Und was machst du? Bauer sucht Frau. Lässt dir halt ein Bier noch ans Sofa. Miri, ich hätte gerne ein Bier. Könntest du mit? Nein, bitte nicht. Ja, wahrscheinlich nicht mal Bier da, oder? Doch, wir haben ein Sixpack stehen seit Monaten. Ich bin auf Chorfahrt gefahren und ich wollte dann nicht ohne Bier auf Chor rauchen und habe dann schwäbische Schwabenbräu geholt, so ein Radlermix. Und leider habe ich es nicht getrunken, sondern voll wieder mitgebracht und seitdem steht es im Flur. Aber wir haben Bier da. Also deswegen habe ich mir gesagt, lieber doch nicht. Es ist noch Suppe da. Und aber so ist es halt einfach, ne? diese Tradition, die es halt gibt. Einfach abends sich hinsetzen vor den Fernseher, da ist doch echt nicht der große Unterschied zu uns, die sich halt vom PC setzen und zocken. Wir machen sogar eher noch was Produktives, da wir Videos daraus produzieren. Das ist ja sogar noch ein kleines bisschen was anderes. Ja, aber ganz kurz, ist das Problem. Wir machen was Produktives, weil wir Videos produzieren. Und jetzt guckt das jemand abends um 20 Uhr vorm Rechner und stellt sich die Frage, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Wir sind doch eigentlich gerade das RTL für die Leute. Gut, vielleicht sind wir nicht unbedingt das RTL, sondern das Kika, ne? Kinderkanal. Okay, Claudi ist ja auch jung geblieben im Inneren. Kiraka. Kiraka, genau. Auf jeden Fall, es ist schwierig, die Leute, haben so normalerweise immer so ein bisschen bösartige Zungen übrig für Leute, die abends vorm Rechner sitzen und so weiter. Andere Leute sagen, mach was aus deinem Leben, geh zum Beispiel mal raus, feier mit Leuten. Da denke ich mir dann so, ja okay. Geil, Alter. Ich gehe raus und zahle mit meiner Lebenszeit für den Alkoholkonsum, währenddessen Leute mir ins Ohr grölen, währenddessen viel zu laute Musik läuft. Ja, das da kannst du auch von Early haben. Leben gemacht. Da habe ich was, ja zum Beispiel, nee, kannst du ja nicht, das kannst du zum Beispiel nicht mit Early haben. Ich erinnere an Leipzig, ne? Early kommt 5 Jahre zu spät und wird dann vom Türsteher nicht reingelassen, weil die Bobos bei ihm zu sehr rumgekrölt haben. So, euer Gesamteindruck passt mir nicht. Ja, die wurden wirklich nicht reingelassen. Das ist so dumm. Wir mussten die Location wechseln, weil Early den Türsteher nicht gepasst hat. Erstmal schaut an deine Türsteher, gute Menschenkenntnis, aber alter Schwede. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für eine Folge. Wir haben ein bisschen über Fernsehen und Serien und über das Verhalten, was man abends macht, wenn man nach Hause kommt, geredet. Wenn ihr da selber eine Meinung zu habt, schreibt es gerne unten rein, wird uns sehr interessieren. Wie gesagt, auch noch gerne ein paar Mod-Vorschläge, was wir reinnehmen sollen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und guckt morgen bei Miri vorbei, da gibt's eine neue Folge. Bleibt schön für euch, tschüss!